So, einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße euch zurück zur finalen Mission von Advance Wars. Ja, ich habe mal die Karte eingeblendet. Da sieht man auch schon, es ist eine heftige Mission. Und die haben wir auch schon zu spüren bekommen durch Sturms Meteorit. Und die werden wir auch jetzt gleich wieder spüren. Und meine Hoffnung ist, dass das nicht allzu brutal ausfallen wird. Ich hatte ihn eigentlich jetzt so gut wie, aber ich denke mal jetzt, da er seinen Meteoriten wiederholt, sollte wieder es einiges für ihn sprechen. Ja, genau in die Mitte rein. Das ist aber eigentlich nicht schlecht. Weil mein Ziel ist ja, also, naja, gut, da kann ich echt mit leben. Solange Aichel eigentlich nicht getroffen wird, ist es okay. Und der Weg zu Andy ist für Sturm jetzt auch, ja, wenn er sich da cool fühlt und wenn ihn das genug befriedigt, dann kann er ruhig mit einem vollen Bomber da kann er da ruhig machen, also da habe ich kein Problem mit. Da kann er ruhig einen angekratzten Flak besiegen. Gut, dass er jetzt diesen Kampfmonster zerstört. Finde ich blöd, aber da kann man halt nichts machen. Ja, das kannst du auch ruhig machen. Da habe ich auch kein Problem mit. Da kannst du dich ruhig selber mit killen. Das darfst du ruhig machen. Aber muss echt sagen, er hat nicht mehr so viele Einheiten. Er hatte schon deutlich mehr. Am Anfang. Es sieht eigentlich relativ gut aus. Würde ich sagen. Gut, auch wenn mir der jetzt nicht so gut gefallen hat, dieser lustige Meteorit. Aber naja, was soll's. So, Gabe. Nee, leider nichts mit Gabe. Aber egal, Bomber wird trotzdem gekillt. Versteht sich ja wohl von selbst. So, wir müssen ja jetzt ein bisschen auf Schadensbegrenzung betreiben, wie mir scheint. Ja, du gehst erstmal zurück, würde ich sagen. Du kannst du den besiegen? Ja, fast. Müsstest du eigentlich schaffen, ne? Ja, optimal, optimal. Optimal, sage ich dazu nur. Ja, du besiegst den hier. Ja, viel kannst du leider nicht mehr machen, Andy. Da musst du dich erstmal neu formieren. Ich hätte dir das ja leider erspart, aber es sieht ja leider nicht anders. So, die gehen wieder nach oben. Und da machen wir einen Flak und nochmal einen Mich. Ja, mehr können wir erstmal nicht tun. So, Kit ist dran. So, da hat er nichts mehr. Das heißt, wir können mit unserem Flak schon mal hier hochfahren. Und uns mal diese hier einnehmen. Das habe ich jetzt extra gemacht. Ich habe extra jetzt eine Runde länger mit dieser, mit der hier gewartet, aber naja, was soll's. So, du gehst dahin. Die Artillerie folgt dir. Joa, du gehst nochmal dahin. Der Luftmeißel geht nach oben. Der nimmt die Stadt ein. Joa, mit dem können wir eigentlich relativ wenig machen. Dann gehst du einfach mal zurück und mit dem, ja, können wir auch nichts machen. So, mehr haben wir nicht. Dann noch eine Infanterie. So, Aichel, der ist unser Mann. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, er ist unser Mann. Unverhofft kommt oft, oder wie sagt man so schön? Ich werde es wohl leider nicht verhindern können, dass er diese ganzen Städte hier einnimmt. Aber naja, da kann man nichts daran ändern. Oh, ich merke auch gerade, ich kann Aichels Gabe einsetzen. Ja, das würde ich ja nochmal tun, würde ich sagen. Auch wenn dann meine Kampfkraft ein bisschen geschwächt wird. Da die nicht ohne ist, würde ich jetzt mal sagen, mache ich das. Weil die wird mir jetzt einiges an Arbeit abnehmen. Ja, gut, wegen den ganzen Luftmeißel sollte ich jetzt eher lassen. Aber vielleicht komme ich noch irgendwie zu seinem Bomber. Mal schauen. Auf jeden Fall brauche ich die Jäger erstmal nicht mehr.
ganzen Einheiten hier hoch. Ja, du baust nochmal einen Jagdpanzer. Ach, jetzt habe ich die Gabe nicht eingesetzt. Ach, egal, was soll's. Was soll's. Ist nicht so wichtig. Also, ist nicht so tragisch. Ich bin gespannt, mit welchem, mit welcher Einheit der Flak rechnen darf. Oh, okay. Pff, die bessere Variante. Den kannst du ruhig killen. Stört mich nicht. Der ist jetzt nicht ganz so, der ist nicht ganz so wichtig. Im Gegensatz zu den anderen Einheiten. Und jetzt kommt er mit Luftmeisels. Ja, wie gesagt, Andy ist noch ein bisschen, auf Schonbetrieb. Naja, nicht auf Schonbetrieb, aber der hat im Moment nicht ganz so gute Jaten. Mach das mal. Ja, es ist okay. Darf ich mich hier hinstellen? Naja, gut, aber ich könnte dann nur ein, einen Jagdpanzer bauen, und ob der mir sowas hilft, das wage ich zu bezweifeln. Deshalb baue ich lieber nochmal einen Jagdpanzer, der ist wichtig. Du gehst nochmal ein Stückchen nach vorne. Gut, ja, dann sind wir schon mit Andy mal wieder durch. So, Kit ist dran. Der leider noch gar nichts wirklich mit Gabe einsetzen konnte, aber dafür kann er schon mal diesen Kai killen. Das schon mal sehr gut ist. So, da hat er nichts anderes hier. Ja, mit dem Bomber kommt er erst recht nicht hin. So, jetzt können wir hier ein bisschen einnehmen. Und da. So, uns mal in Reserve stellen, falls er irgendwie angreift, was aber leider nicht danach aussieht. Viel Geld haben wir auch nicht, also brauchen wir gar nicht irgendwas zu bauen. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir die hier haben. Greif du einfach mal den hier an. Ja, also was sie hier, was Sturm hier leistet, das ist schon nicht schlecht. Nicht ohne. Ja. Das muss man echt mal so sagen. So, und jetzt werde ich auch daran denken, die Gabe einzusetzen. Sonst würde ich einen Teufel tun. Einen Teufel. Ja. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken bei dem netten CPT Prolis oder Captain Prolis. Ich habe es ja schon mal bei Smaragd gemacht. Mich nochmal für das geile Bild zu, das geile Kanalbanner zu bedanken. Also das ist echt, sieht echt gut aus und ist echt gut gemacht. Und nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Du besiegst mal das Ding. Ja, was nur leider blöd ist, ich kann mit meinem Bomber da diese Meisels da nicht so wirklich in Bedrängnis bringen. Das ist leider ein bisschen blöd. Aber gut, was soll's. Dafür habe ich ja auch noch andere Einheiten. So, dann nehmen wir hier nochmal schick ein. Schön ein. So, die dürfen sich hier schon mal Richtung Mitte begeben. Du gehst dahin und die dürfen sich erstmal gleich mal heilen, weil die brauche ich eigentlich nicht wirklich im Moment. Und die kommen auch nochmal ein bisschen nach oben. Okay. Dann Gabe. Du Monster. Diesmal bist du zu weit gegangen. Nimm dies. Blitzschlag. Und das ist echt eine richtig geile Gabe, ey. Direkt nochmal zu ziehen. Und ein 80er gegen den Luftmeisel. Batsch. Das hat schon mal gut Damage gemacht. So, und damit dürfte ich mich jetzt schon mal in diesem Bewegungsradius mich bewegen.
Aber gut, ich möchte den noch nicht so verlieren, deshalb lasse ich den lieber und greife den nicht. Lass den da lieber den Bomber. Oder kann ich einen anderen besiegen? Ich gucke mal. Ja. Ja, gut. Dann bist du halt eben tot. So, und die Mini-Infanteries, die interessieren mich nicht. Ich gehe auf den, ja, Kampfpanzer. Der muss auch dran glauben. Lieber ein besiegter Kampfpanzer als ein einer Kampfpanzer. So, dann gibst du nochmal... Ja, du gibst nochmal Ration und mit dem Jagdpanzer kommen wir auch nochmal ein bisschen hinterher. Gut, Einschützzug erledigt. Oh, jetzt hatte ich echt schon die Sorge, dass Sturm wieder seine Gabe einsetzt. Seine nicht schöne Gabe. Boah. Mit einem Schlag macht er da den Flak down. Was er jetzt eigentlich mit diesen ganzen, Luftmeißels erreichen will, würde mich ja auch mal interessieren, aber gut. So, die brauchen wir jetzt eigentlich eher weniger. Und dann erstmal, ja, erstmal, dich erstmal wieder erholen, das Luftmeißel, die werden wir erstmal nicht brauchen. Jetzt zählt es eher der Direktangriff. Boah. Sturm hat's drauf. Leider im negativen Sinne. Dieser Meteoritenregen. Alter Schwede. So, was sagt der Geldbeutel? 11.000. Ja, dann machen wir nochmal einen Flak hin. So, der Rest. Ja, dann sind wir erstmal hier mit Andy mal wieder durch. Ja, Andy kommt ein bisschen wenig zum Zug, aber hat ja auch einen Grund. Ja, und Kit eigentlich auch. Der viel reparieren muss. So, wenn wir jetzt gleich mit Kit ein, ja, wie sagt man da, ein, Oha. Ja, also wenn wir mit Kit gleich ein, auch einen Flughafen benutzen können, dann ist das schon relativ gut. Schade, dass es jetzt nicht nur einen Flugfernangriff gibt. Das wäre mir mal richtig geil, ne? Ja, aber wäre ja auch ein bisschen unlogisch eigentlich. Naja, wobei, also wenn man da so Fernlink-Raketen hätte, wäre das schon nicht schlecht. Aber leider gibt es die ja nicht. Oh, und das haben wir auch gleich eingenommen. In der nächsten Runde hat ja nicht lang gedauert. Und mit denen sind wir auch gleich alle durch mit Heilen. Und du gehst wieder auf die Stadt hier zurück. Gut, Kit ist auch erstmal fertig. So, was macht Igel? Was macht Igel? Was sagt die Gabe von ihm? Okay, ja, ist noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen hin. Ein bisschen... Ja, der kommt mal mit seinen Kampfpanzern. Ja, und besiegt den hier mal. Der wird jetzt wahrscheinlich auf einer von den beiden gehen mit seinem Kampfpanzer hier. Ach, da hat er ja auch noch einen Bomber. Das ist ja mal schick. Ich dann mal gleich mal, Moment, aber erstmal gucken. Ja, okay, darf ich mich hinstellen. Okay, okay, okay. So, ich könnte mich hier hinstellen, aber dann wäre ich ja gefundenes Fressen für die Flachs und deshalb lasse ich das. Ja, du gehst mal dahin. Ja, das machen wir mit der Artillerie, die sind hier besiegen. Hier sind Fire Infanterie. Hat die Artillerie ja doch noch was, war die Artillerie ja doch noch für sowas gut. So langsam bekommen wir ein leichtes Übergewicht in die ganze Sache hier rein.
So, wir haben hier auch nochmal zwei schicke Gebäude für uns beansprucht. Ja, was bauen wir? Eigentlich bin ich mit Aichel relativ gut aufgestellt. Ich will lieber warten, dass ich Bomber bauen darf. Und deshalb brauche ich gar nichts mit Aichel. Das reicht schon. Sagt seine Gabe. Okay, eine Runde haben wir noch. Okay. So, ich plane nämlich, dass er die jetzt in der nächsten Runde wieder einsetzen wird. Okay, er greift mit einem Kaheli an. Ja, das hat jetzt aber nicht allzu viel abgezogen. Okay. Geht. Ist okay. Okay, er kommt mit einem weiteren... Boah, mit seiner ganzen Luftmeißel-Armada. Ach, und jetzt hat er nochmal wieder einen Jäger gebaut. Ist ja mal schick. So, Andy, mein Freund. Was machen wir mit dir? Nicht viel, würde ich sagen. Leider. Können leider nicht allzu viel machen. Was würdest du hier Schaden machen? Ja, ist okay. Das darfst du machen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, dann brauchen wir jetzt doch wieder den Luftmeißel. Ja, wir bauen mal eine Artillerie. Ja, und mit dem kommen wir mal ein bisschen näher. Die brauche ich gar nicht mehr, die beiden hier. So, sonst haben wir nichts mehr. Okay, ja, dann noch eine Infanterie. So, jetzt ist Kit und er ist fast wieder voll geheilt. Ah, leider kann ich mich um das Ding nicht kümmern. Naja. Dafür habe ich ja jetzt wieder einen voll geheilten. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Genau, einen voll geheilten. Okay, wir haben noch Zeit. Einen vollgeheilten Raketenwerfer. Irgendwie habe ich auch das Problem mit den Raketenwerfern. Da verliere ich ständig den Namen. Ich lock ihn mal in eine Falle. Mal gucken, ob er darauf anspringt. Ja, wir haben die Stadt eingenommen. Hat ja nicht lange gedauert. Bin ich echt mal gespannt, ob er auf die Falle reinfällt. Der Sturm. Und ihr merkt jetzt auch, ich gucke jetzt ständig darauf, was seine Gabe macht. Okay, ist noch in Ordnung, aber irgendwie traue ich mich jetzt nicht anzugreifen. Gut, aber das wird dann auch nicht besser, wenn ich nicht angreife. Dahin. Ja, dann würde ich sagen, ich kann leider nicht angreifen. Ich werde den hier besiegen, aber mehr werde ich nicht tünlichst nicht tun. Ich werde dann in der nächsten Runde mich dann auf die lustige Gabe von ihm bereit machen. Sei denn, er setzt sie jetzt ein und ich war blöd und... Nee, okay. Okay. Ist ja nochmal alles gut gegangen. Ja, ich mach's mal auf gut Glück. Alter Schwede. So, und jetzt können wir auch endlich Bomber bauen. Jäger und ich baue einen Bomber natürlich. Wer hätte das nämlich nicht gemacht? Kampfpanzer, Raketenwerfer, nö, da bauen wir noch nichts. Okay.
Sturm, deine nächste Runde. Und ich bin auch schon langsam wieder dazu befähigt, den Part zu beenden. Also es ist echt eine heftige Mission. Das ist jetzt schon der zweite Part, wo wir uns hier befinden. Ha, und er ist auf meine Falle gesprungen. Die Falle hat zugeschnappt. Boah, also jetzt wird es aber langsam süß, was Sturm da macht. Alter. Mal ruhig hier, ruhig, mein Freund. Na gut, zumindest kann aber nicht meine lustige Artillerie angreifen. Was ich jetzt blöd finde, ist, dass er jetzt gleich seine lustige Gabe einsetzt. Ich versuche mal ihn zu ködern, dass er hier unten bei Andy die einsetzt, weil Andy kann im Moment nicht so viel ausrichten. Und boah. Allerdings diese drei hier bräuchte ich schon. Ja, dann kommst du nochmal hier runter, du kommst dahin und hier bauen wir einen Kampfpanzer. Du bist auch hier runter. Also, ja, Sturm, kannst doch bitte. Du kannst ja da angreifen. Ja, also, das wäre super. Das wäre echt super, Sturm, wenn du da unten angreifen würdest. Also. Finde ich nicht schlechte. Nicht die schlechte. So, ja, wir können dann mit den Flachs nochmal ein bisschen hochgehen. Naja, wobei, ihr solltet lieber aus dem Verkehr ziehen. Das wäre besser. Ja, die bleiben hier. Okay. Andys Zug erledigt. Oh, Kids Gabe können wir einsetzen. Ja. Ja, dann, ran ans Werk. Glaubst du, du schaffst das? Ich schon. Sturm glaube ich nicht. Die ist brutal. 237. Nicht schlecht. Vom Himmel geholt. Und das wird auch mit diesem Jäger, widerfahren. So holt man ein lustiges Ding vom Himmel. Genau, er könnte das ja auch eigentlich hierhin einsetzen. Hätte ich auch kein Problem mit. Also bitte hier einsetzen, Sturm. Ne? Das finde ich nicht schlecht. Das finde ich schick. Also das finde ich schick, wenn du das da einsetzen würdest. Okay, wir bauen mal nichts. Außer, dass ich den hier nochmal hier runterziehe. So, und Einschnittseinheiten muss ich jetzt schön verteilen. Das wäre besser. Aber sein, ja, da bringt's echt. Nur so langsam den Part wieder beenden. Aber ich hoffe mal, es hat euch mal wieder gefallen hier. Also es ist echt eine richtig heftige Mission hier. Das muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Geht hier mächtig ab. Sturm haut richtig rein. Und wir machen jetzt eine Bomberproduktion. Können wir leider nichts machen. So, dahin. Dahin. Boah. Ja, du darfst mal angreifen. Ja, dann wird's Zeit. Um den Schmerz ins Auge zu gehen. Ins Auge zu blicken. Vielleicht geht er ja auch noch hier hin. Hierhin fände ich es auch noch okay bei diesen ganzen Infanteries. So, mal gucken, wie ich ihn ködern kann, den Sturm. So, jetzt wird es wahrscheinlich schmerzhaft. Mal wieder.
Meteoritenregen zum dritten. Yes! Er ist genau in die Falle getappt. Naja, gut, Falle kann man ja nicht sagen, aber er hat genau die angegriffen, die er angreifen sollte mit seinem mit seinem Meteoriten. Und das ist bombastisch. Ach, das ist weniger bombastisch, aber naja. Ich bin zufrieden, dass ich ihn dahingehend ködern konnte. Und was er jetzt mit seinen ganzen, was er mit denen erreichen will, muss ich ja nicht verstehen. Mit seinen ganzen Flags. Der kriegt mächtig was, muss mächtig einstecken, dieser Kampfpanzer. Warum muss der die jetzt schon wieder bewegen? Das finde ich mies. Das ist echt heftig. Aber ich bin froh, dass die Falle zugeschnappt hat. Das ist mal wieder gut zu wissen. Gut, mit Andy können wir mal wieder nicht viel anstellen. Der muss mächtig einstecken. Aber gut. Ist halt so. So, dann würde ich sagen, wir gehen auf den Flak. Ja, damit wäre Andys Zug schon mal wieder erledigt. Gut, ich hoffe mal, der Part hat euch mal wieder gefallen und... Ja gut, ich mache jetzt noch Kids und Igels Zug, aber dann wird es langsam auch wieder Zeit, den Part zu beenden. Ach nee, ich bin jetzt bei Kid. Erstes Kid dran. Sturm haut mächtig rein. Ja, er haut, ja, er haut mächtig, ja, er haut mächtig rein. Jäger. Und das nächste Mal werde ich da noch mit Kid einen Raketenwerfer bauen. Und dann sollte, was Kid angeht, eigentlich alles in bester Ordnung sein. Ja, du vereinigst dich mal mit dem hier. Haben sie zumindest 5. Gut, Igel damit noch dran. Und schon wieder habe ich in 30 Minuten Bart. Also echt, ey. Advance Wars ist echt das Projekt, bei dem ich echt die meisten, die höchste Videolänge habe. Echter Wahnsinn. Echter Wahnsinn. Kannst du ihn besiegen? Leider nicht. Leider nicht. Vor allen Dingen muss ich echt sagen, der regt mich mit seinen ganzen Luftmeißels auf. Aber da ich das jetzt leid bin, werde ich mich jetzt auf die stürzen. Mist, das ist ein Feld zu wenig. Das ist echt der mieste. Naja, egal, sonst werden die ja ständig nerven. Deshalb besser, ich greife an. Ich habe ja jetzt ständige Bomberproduktion, von daher kann ich das auch mal riskieren. So, und der Bomber muss auch dran glauben. Das versteht sich ja wohl von selbst. Boah, selbst mit einem nicht ganz vollgehalten Jäger können wir den Bomber besiegen. Das ist echt, echte nichte schlechte. Und jetzt geht's nur noch auf diesen TTP. Lustig. Lustig, lustig. Joa, also es geht munter zur Sache. Aber ich würde mal sagen, ich bedanke mich mal wieder, dass ihr zugeschaltet habt. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ja.
Okay, und ich bedanke mich mal, dass jetzt mein Bildschirmschoner angegangen ist. Hahaha, nochmal ein geiler Fail zum Abschluss. Gut, also wie gesagt, nochmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Part.